Hallo und herzlich willkommen zurück zu City Skylines. Ich bin Mr. Cutter 4, euer Let's Play in das Kaninchen und wir haben unsere Industrieinsel so weit vorbereitet, dass wir jetzt die ersten Abschnitte unserer Industrie dort ansiedeln können. Und wir brauchen es auch, denn wir sehen, wir haben hier ein bisschen Minus. Dafür müssen wir aber erst einmal schauen, wir haben nämlich hier fantastische Rohstoffe kommen, die wir natürlich nutzen wollen. Das bedeutet, wir werden hier Öl abbauen. Das Ganze wird richtig dreckig. Deswegen haben wir das ja auf eine andere Insel gepackt, damit das nicht ganz so schlimm ist. Hier werden wir Öl abbauen. Das beides werden Ölplätze. Und der Rest wird eine normale Industrie werden. Also die sollen dann ruhig richtig produzieren, die sollen ja richtig viel Umweltverschmutzung machen. Das ist alles in ganz in Ordnung. Aus den Augen, aus dem Sinn. Wir kennen das ja, es ist ja üblich, ne, dass man die Industrie schön weit rauslegt, damit die schönen Siedlungsgebiete nicht irgendwie mit belastet werden, mit dem Dreck, der da produziert wird. Das möchte ja keiner. Man möchte das ja nicht in seiner eigenen, vor seiner eigenen Haustür haben, ne? Und deswegen wird das schön ausgelagert. Ah, Gesellschaftskritik, sorry. Nein, also das machen wir hier natürlich, weil wir einfach die Produktion auch haben möchten. Und das ja auch für die Stadt dann ganz gut ist, wenn da ein bisschen Industrie produzierend vorhanden ist. So, also, das wird ein generisches Industriegebiet und das hier wird Öl und das wird Öl. In den Gebieten darf gerne ruhig hier Hightech-Häuser sein, das ist völlig in Ordnung. Und wir möchten verdoppelte Industriegebiete. Das warten wir mal noch, da warten wir noch mit, weil ich weiß noch nicht, wie sich das straßenverkehrsmäßig verhält. Wenn wir jetzt da schon gleich doppelt so viele Waren produzieren, explodiert uns das hier gleich alles. So, Industrie, Industrie, Industrie. Hier kommt halt nur Industrie hin. Strom und Wasser sind schon hingelegt. Also, naja, die Voraussetzungen für Strom sind hingelegt. Wasser ist schon da und dann bauen wir das jetzt Stück für Stück hier aus. So, die ersten Sachen sind da. Hier kommen auch schon die ersten Gebäude. Werden hier schon aus dem Boden gestampft. Wir müssen natürlich hier auch für Dinge sorgen wie Sicherheit, also Polizei, Feuerwehr und auch ein paar Parks müssen wir natürlich hier hinsetzen. Wir setzen hier gleich einmal eine richtig große Feuerwehr hin. Damit hier gleich sichergestellt ist, dass hier nichts Schlimmes passiert. Wir setzen dich nach da. Hier hin. So. Große Feuerwehr. Wir werden nicht drum herumkommen, da unten vermutlich noch eine hinzusetzen. Und eine Polizeistation. Ich weiß nicht, ob wir es brauchen, aber ich mache es einfach mal, weil das ist Industriegebiet. Und ich weiß nicht, wie schlimm das hier im Industriegebiet ist mit der Kriminalität. Ich möchte nicht, dass es irgendwie Probleme gibt. Deswegen bauen wir hier auch noch eine Polizeistation hin. Da. So. Hier entsteht Industrie und wir haben hier schon ein bisschen Ölproduktion. Und zwar Plastic Perfection. Oder Perfektion, je nachdem. Jetzt wollen wir uns, während die hier schon mal anfangen, sich anzusiedeln, uns mal überlegen, wie kriegen wir die ganzen Waren, die von dort produziert werden, vernünftig auf den anderen Teil der Stadt. Wir haben ja hier schon ein bisschen Industrie. Das sieht hier sehr, sehr schön aus. Das sieht richtig schön aus. Das gefällt mir. So soll das sein. Damit sich das nicht alles hier nur verteilt. Hier war zwar auch richtig viel Anstand, aber dann entzerrt sich das ein bisschen alles. Das ist sehr schön. Und ich möchte gerne zum einen hier eine Möglichkeit haben, Waren mit dem Schiff wegzubringen. Das machen wir hier vorne. Machen wir auch wieder eine Verbindung zur Schnute des Kaninchens. So. Die Stromversorgung machen wir erstmal so. Ist noch nicht hübsch, aber selten. Und eine Wasserversorgung. Und die Straße wird hier lang unter die Erde gesetzt. So. Damit man sie nicht sieht. Die kommt dann hier vorne aus der Schnute, kommt sie an der Schnute einfach wieder raus, oder? Wir machen das nämlich. Ja, ich mache erstmal so. Und dann
Nee, ruhig noch ein bisschen näher ran und dann... So, sehr schön. Hihi. Haben wir da direkt auch eine Verbindung mit der Schiffsfront, um die Waren, die ganzen Waren, die hier produziert werden, wegzubringen. Das ist sehr gut. Und dann brauchen wir natürlich auch noch Züge. Und die Züge, würde ich sagen, versuchen wir hier unten hinzukriegen. Ich würde auch versuchen, dass ich die Linie dann hier unten langziehe, an dem Fuße entlang. Dann haben wir nämlich die Möglichkeit über die Straße, an den Öhrchen und am Puschel. Wir haben an der Schnute den Weg übers Wasser. Könnten wir theoretisch hier unten... Nein, hier unten kommen wir auch gar nicht. Also hier kommt man auch gar nicht mehr ans Wasser ran. Das heißt, es würde so oder so nicht gehen. Das ist genau das Schöne. Wir haben halt über die Schnute haben wir den Wasserweg, über den Puschel und die Öhrchen den Straßenweg und dann über die Fuße würden wir dann den Zugverkehr leiten. Dann haben wir nämlich alle Wege, die uns momentan offen stehen, parat. Das klingt doch eigentlich sehr gut, finde ich. Also jedenfalls in mein Öhrchen klingt das sehr gut. Dafür müssen wir jetzt mal diese sowieso schon sehr hässliche Zugstrecke mal abreißen. Das kann ich. Muss man das überhaupt pausieren? Man muss das doch gar nicht pausieren, oder? Man kann das doch einfach laufen lassen. Wird schon nicht eskalieren. Wird schon passen. Haben wir auch hier das Problem nicht mehr, dass wir das irgendwie ganz, ganz komisch durch die Landgeschichte ziehen. Wir ziehen das dann einfach hier rüber. Ah, wieso ist denn das so dunkel? Ach, warum ist Nacht immer so dunkel? Verstehe ich nicht. Kann ich nicht nachvollziehen. Warum Nacht immer so dunkel ist. So, warte, wir bauen das noch da. Hahaha, nee. Tun wir nicht so. Wir machen das nicht so. Wir machen das so. Dann geht das hier übers Wasser. Bereits belegt. Das ist natürlich nicht so schön. Dann geht das hier entlang. Hier an der Küste auch wieder entlang. Damit wir vielleicht später nochmal die Möglichkeit haben, das anders zu bauen. Mal schauen. Schauen wir mal, wie wir es dann später anrichten wollen hier. Und dann geht es bis nach hier und hier rüber. So, damit haben wir diese Verbindung. Und dann knüpfen wir das hier noch an. Schön noch die Weichen oder die Kreuzungen wegbauen, damit das sich da nicht staut. Ja, ihr habt keinen Strom, aber keine Sorge, Strom wird sich ergeben, wenn die Industrie weiter gewachsen ist. Das ist ja jetzt nur, damit wir die Möglichkeit haben, hier entsprechend uns auf die Gewerbe- und Wohnhäuser zu konzentrieren, während wir hier ohne Probleme Industrie haben. Außerdem haben wir Öl. Dann haben wir nämlich jetzt... Wir haben Erz. Wir haben jetzt alles. Wir haben alles. Wir haben hier Erzförderung und Erzindustrie. Wir haben hier Forst. Maischönchenwald. Im Abendrothügel. Wir nennen den... Pass auf. Ich nenne den... Außer ihr habt jetzt schon wieder was Neues genannt, aber ich nenne den jetzt erstmal den Gutshof. Auch wenn es nicht zu Trend passt, aber es ist das Einzige, was mir jetzt gerade einfällt. Ich hätte gerne den Gutshof hier drüben bei Trend gehabt. Aber das geht leider nicht, weil da ist keine Möglichkeit irgendwo... einen landwirtschaftlichen Bereich abzustecken. Aber wir haben hier den Gutshof für Landwirtschaft. Oh, 200 Arbeiter hier, 200 Arbeiter, wie ist es hier drüben? Im Parkviertel haben wir 1000 Arbeiter. Meine Güte. Und dann haben wir jetzt hier den Perlenplatz, der noch keinen Namen hat, mit 200 und hier auch nochmal 300. Also das wird alles richtig viel Industrie bieten. Richtig viel Arbeitsplätze bieten und wir haben eigentlich damit alles. Wir haben Öl, Erz, Wald, fruchtbares Land und produzierende Industrie. Jetzt weiß ich natürlich nicht, zieht, verschwindet Öl, verschwinden Ressourcen, die nicht, also ne, Erze und Öl sind ja endliche Ressourcen, verschwinden die in dem Spiel? Das weiß ich nicht.
Okay. Uns fehlen Arbeitskräfte. Das ist natürlich ein Problem. Ein Problem, welches sich nur schwer lösen lässt momentan. Wir könnten hier noch ein kleines Community-Herz aufbauen. Das machen wir. Wir bauen hier noch ein kleines Community-Herz auf. Wir brauchen vor allem Gewerbe. Krass, hätte ich nicht gedacht, dass wir Gewerbe brauchen. Oh Gott, noch ein Community-Herz. Mein Herz schlägt nicht höher dabei, wenn ich mir das gerade überlege. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ah, weil die immer... Die Community-Herzen sind so, so süß und toll, die sind. Aber es ist immer ein arges Problem, die zu bauen und vor allem an die öffentlichen Verkehrssysteme anzuschließen. Das ist immer ein großes Problem. So. Okay, erstens, das hier ist zu weit gebogen. Das ist nicht weit genug gebogen. Wenn das nicht in einem Rutsch funktioniert, ist das nicht gut. Und jetzt ist das hier zu viel gebogen, glaube ich. Das müssen wir ein bisschen anpassen, damit das genauso aussieht wie da drüben. Ich ja nicht so viel Platz habe durch die Autobahn, die da ist. Machen wir das so. Das ist ganz herzförmig. Ja, das ist ziemlich herzförmig. So, dann gehen wir hier in die Mitte rein. Ein bisschen weiter. Noch ein bisschen höher, so. Ich schon mal gesagt, dass ich dieses Straßensystem echt hasse. Ah, mein Gott. Dieses Clipping. Clipping ist eigentlich echt schöne Sache und sowas. Was? Gefälle ist zu steil? Soll ich rollen? Aber manchmal macht es einen nur wütend. So. Und dann kommt jetzt hier auch nochmal eine Straße in die Mitte. Und dort kommt jetzt eine einzelne Straße mit Parks hin, damit wir hier wieder Parks hinsetzen können. In die Mitte. Ich hätte gerne einen 90-Grad-Winkel da irgendwie drin. Geht das? Kriegt man das hin? Ja, auch sehr geil. Jawohl. Es ist nicht perfekt. Scheiße! Cuttlefields wird nie perfekt sein. Ich weiß. Ich weiß. Und es wurmt mich selbst am meisten. Es wurmt mich selbst am meisten, dass es niemals perfekt sein wird. 32 Grad. Nein, 32 ist zu wenig. 39 war zu viel. Dann nehmen wir 34. Ein bisschen mehr. 35? Geht 35? Geht das? Ja. Gott, nehmen wir 35. 35 dürfte passen, oder? 35. 35 sieht fast perfekt aus. 35 Grad ist so perfekt. Okay. So. Das nächste Community hat für Wohnraum und für Gewerbe vor allen Dingen. Das wird ein Gewerbe... Community Herz. Offensichtlich. Jetzt
könnte aber einfach sein, weil wir einfach generell zu wenig Bewohner gerade haben. Also, dann bauen wir in die Mitte Bewohner. So. Und dann hier in diesem Ring. Ups, da wollte ich gar nicht hinklicken. Gewerbe. So, mal gucken, dass wir das jetzt mit dem Strom noch hinkriegen, aber das machen wir schon irgendwie da. Da denken wir uns schon was aus. Und zwar denken wir uns da Folgendes aus. Wir bauen einfach von hier eine Stromverbindung hier irgendwie rüber. So. Und mehr Gewerbe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir eh gleich wieder auch Bewohner brauchen. Das geht nicht. Es geht einfach nicht mit dieser komischen Straße hier. Das kann nicht angehen. Das geht nicht. Ich glaube, meine Maus ist fast alle. Nein, Maus, halte noch durch. Halte diesen Spiel, diese Runde noch durch. Jetzt habe ich nämlich echt das Problem, wenn ich jetzt spontan eine neue Maus brauche. Oh, weiß ich nicht, wo ich jetzt... Wir sind ja gerade noch immer noch in der Umzugsphase, ist das ja noch. Und ich wüsste jetzt spontan nicht, wo die Batterien sind. Ah, das Chaos ist perfekt. So. Da ist Industrie entstanden. Dann können wir jetzt dieses hier schon mal abreißen. Dann können wir nämlich da auch wieder... Guck mal. So, sehr, sehr schön. Hier müssen wir jetzt natürlich auch wieder die Problematiken der Feuerwehr geklärt werden. Die haben wir da drüben auch. Ach, guck mal, wir haben hier generell ein Feuerwehrproblem irgendwie hier drüben. Da nämlich auch. Warte mal, dann machen wir... Kriegst du eine kleine eigene Feuerwehr hier oben hin? Hier so? Da so. Hier noch, ja. Du ebenfalls? Sagte er so leichtgläubig. Dein. Krass, dass die nicht nach da unten kommen, weil die Verbindung fehlt. Mhm. Na egal. Und hier kommt dann ebenfalls eine Feuerwehr hin. Die kommt nach da. Gucken, ob das hinhaut. Dann Polizei. Sieht immer noch gut aus. Wie sieht es aus mit Krankenhaus? Ah, ich glaube, wir brauchen hier nochmal langsam ein weiteres Krankenhaus, wenn ich mir das so angucke. Wir bauen mal auf die andere Seite auch noch eins. Einfach so, weil wir es können. Friedhof? Hier unten gibt es irgendwie nichts in diese Richtung. Friedhof oder Krematorium immer, ne? Wenn ich das richtig sehe, freut das die Leute hier unten dementsprechend auch nicht. Das ist ja auch so ein bisschen skurril, dass die eine Möglichkeit schon gerne hätten, um ihre Toten zu entsorgen, wenn man das jetzt ganz böse formulieren möchte. So. Und hier kommt ein Friedhof dazwischen. Mit einem Krematorium. Oder wobei ohne Krematorium. Die können da schnell hin und her fahren. So. Hätten wir das. Hier wächst es sehr, sehr schön. Parkanlagen. Parkanlagen sind das neue große Ding. Und zwar wollen wir hier Dinge bauen, die viel Platz bieten. Wie zum Beispiel einen Park mit Bäumen. Ja, wir bauen hier einen Park mit Bäumen. Und dann zwei japanische Gärten hier hin. So.
Hier muss definitiv auch nochmal was hin. Dann bauen wir hier noch einen japanischen Garten. Und hier oben ins Öhrchen. Oh mein Gott, die brauchen definitiv noch etwas. Wie zum Beispiel einen paar Bäumen hier oben so irgendwie. Hier so, irgendwo, da so hin. So. Nee, so. Ja, nicht so. Einen großen Spielplatz? Ja, kriegt ihr einen großen Spielplatz. Hier ein Spielplatz direkt neben dem Recycling Center. Wer möchte nicht neben einem Recycling Center spielen? Könnt ihr noch einen Hüpfburg? Ja, Hüpfburg passt hier scheinbar nicht. Doch, da passt ein Hüpfburg hin. Was? Da fehlt Wasser? Nein, hier fehlt Wasser. Piu, Wasser. Hier fehlt auch Wasser. Nein. Piu. Und Strom? What? Wieso habe ich denn den Sach da gebaut? Ist ja richtig dumm. Jetzt haben wir nämlich auch Strom. Und als nächstes brauchen wir eine Erweiterung dieses Community Herz Ver Gebiets. So, weiß nicht, wo ich damit fair hin wollte gerade. Und dann brauchen wir hier auch noch einen Wohnraum. Guck mal, wer hätte es gedacht, wir brauchen einen Wohnraum. Wer hat's angekündigt? Das Kaninchen hat's angekündigt. Gucken wir mal wieder zu der Industrie. Wie sieht es hier aus? Da wird nämlich wieder nach Industrie gefragt. Das bedeutet, wir können unsere Industrie weiter ausbauen. Jawohl! Hui! Hui! Mehr Öl produzierende Industrie. Mehr Industrie für... Ach komm, scheiß auf. So, wird schon passen. Whee. Mehr Industrie ist mehr gut. Momentan ist noch das Problem, dass die Leute halt natürlich da nicht so gut zur Arbeit kommen. Da müssen wir uns definitiv dann auch nochmal drum kümmern. Aber es sind auf jeden Fall Arbeitskräfte da. Wenn ich mir das angucke, nur ein Gebäude hat keine Arbeitskräfte. Das ist sehr, sehr schön. Also nicht, das ist, es ist nicht sehr schön, dass es keine Arbeitskräfte hat, aber es ist sehr schön, dass dort nicht so wirklich Arbeitskräfte fehlen, auch wenn es scheinbar arge Probleme gibt bei den gebildeten und ungebildeten Arbeitsplätzen. Da haben wir zu wenige von. Wir brauchen mehr... Ich möchte es nicht sagen, aber wir brauchen mehr Leute mit niedrigem Bildungsstand. So lassen wir das, so formulieren wir das mal. Und das ist das Problem, dass halt alle Leute, die jetzt hier zum Beispiel hinziehen, warte mal, da, hier, das sind halt alles relativ gebildet, ah, das sind alles Ungebildete. Guck mal. Dann müssen wir hier, hier kommt noch keine Schule hin. Das wird jetzt so, ach du Schande. Ach du Schande. Ja, hier wird jetzt auch nochmal eine Verknüpfung. Hier werde ich auch nochmal so ein Verknüpfungssystem bauen. Das scheint hier sich gut aufgelöst zu haben, habe ich das Gefühl. Und da müssen wir unbedingt nochmal irgendwie eine Verbindung an die Autobahn bauen. Und hier haben die schon direkt eine. Ach du Kacke. Meine Güte. Lass mich bitte nach drin gucken, wie sieht's da aus? Da sieht's toll aus. Ist das ein Problem, dass ihr hier Rauchverbot habt? Macht das Probleme in Sachen Geld? Kostet Rauchverbot Geld? Nee, eigentlich Rauchverbot kostet ja kein Geld, aber das senkt natürlich die Zufriedenheit. Und von der Gesundheit sind wir eigentlich schon echt okay. Scheiß auf Rauchverbot. Alter, da wohnen 7000 Leute, wohnen dort. In diesem Gebiet wohnen nur 500. Das ist so heftig. Der Unterschied. Der Unterschied in den Dichten. Oh, er hat einen durchschnittlichen Bodenwert von 46 Geldeinheiten pro Quadratmeter. Das sind 52. Und hier in Trend nur 49.
Warum? Warum, Trent? Wie kann das sein? Wie geht das? Das kann doch gar nicht sein, dass hier der Bodenrichtwert so niedrig ist. Wie kann es sein, dass der höher ist? Ernsthaft? Okay, wir haben halt einfach immer überall einen sehr hohen Bodenrichtwert. Wir haben halt wirklich ein sehr beliebtes, sehr schönes Gebiet, wo alle gerne hinwollen. Und hier ist natürlich jetzt die Umweltverschmutzung groß. Das ist natürlich klar. Oh mein Gott. So viel zum Thema, das hat sich hier aufgelöst. Okay, wie bauen wir das? Wir bauen eine Straße hier rüber, eine darüber, ja. Also, was? Jetzt seht ihr mal, was ich mal so gemacht habe, wie ich das hier so gebaut habe. Also, wir haben hier diese Verknüpfungen. Und jetzt, kommt, warte mal, die Straße geht nach oben. Dann gibt es eine Straße, die jetzt... Das Problem hier ist, dass es einen harten Höhenunterschied gibt. Das ist so ein bisschen das Problem bei dieser Straße hier, bei diesem Bau. Mann, das sind halt immer so schief. Und das verstehe ich halt nicht, wieso der immer so schief baut. So. Jetzt hat er nach unten gebaut. Ich würde gerne die Möglichkeit haben, so, und dann nach gerade. So. 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 Und dann runter. Ach, da kann man tricksen. Das habe ich schon mitbekommen. Man kann tricksen. Theoretisch. Und wenn das nicht geht mit dem Tricksen, habe ich dann immer gemacht, dass ich hier diese Verbindung, das habt ihr hier vorne schon mal gesehen irgendwo, dass ich hier generell einfach die Straße ein bisschen höher gezogen habe. Das bleibt dann manchmal nicht aus, dass man das machen muss, weil das hier alles so ein bisschen schief ist. Also weil das hier natürlich alles keine gerade, vernünftige Strecke ist, die hier lang fährt, sondern... Natur ist. Ah, es ist alles Natur und die geht halt einfach hässlich. So. Dann kommt hier eine Verbindung dran und hier eine Verbindung. Und dann kommt eine hier dran und eine da dran. Jetzt ist sie natürlich alles noch in die falsche Richtung, weil die jetzt schon wieder in die gleiche Richtung gehen. Alten. So. Dann geht es da rein und da geht es rauf. So. Damit haben wir die erste Verbindung. Die können jetzt alle hier runterfahren. Und jetzt müssen wir das Ganze von hier auch nochmal auf die andere Seite ziehen, damit wir auch eine Möglichkeit haben, hier rüber zu kruzen. Da haben wir natürlich wieder das gleiche Problem, dass wir hier nicht einfach hochbauen können, weil das Spiel sich ja denkt, hahaha, wir machen es dir möglichst schwer. Aber das ging erschreckend leicht. Das ging erschreckend leicht. Dann drehen wir die um und wir bauen dann die Verbindung. Das habe ich nämlich gemacht, während ich die... Nein, 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 nein. Nein, Spiel. So fangen wir hier gar nicht erst an. So fangen wir hier gar nicht erst an. Während ich gewartet habe, dass die
S-Bahn-Strecken und sowas sich wieder angepasst hatten. Das ist natürlich jetzt hier so ein bisschen problematisch, aber das geht schon. Das ist nicht so schlimm. So. So. Mal wieder gucken. Ah, da. Egal. Die sollen... Gefälle zu steil? Ja, dann bau das nicht so hässlich. Ganz einfach. Nein. Lässt sich das jetzt drehen. So, geht doch. Meine Fresse, Spiel. Man kann es sich aber auch umständlich machen. Und die wollen drauffahren. So. Jetzt haben wir natürlich keine Möglichkeit, von hier auf die Autobahn zu kommen. Aber ich glaube, es fahren eh nicht so viele auf die Autobahn, würde ich sagen. Von den LKWs. Ach du Schande. Was ist das für eine Straße? Wo führt denn die hin? Wo führt denn der Hancock-Tunnel hin? Oh. Warte mal, den bauen wir um. Der ist mir jetzt zu hässlich jetzt gerade. Der ist mir einfach viel, viel zu hässlich. Wir fangen damit gar nicht erst an, dass wir so Hässlichkeiten aufbauen. Also, was wir jetzt machen ist, wir ziehen die von hier rum. So. Geht das nämlich viel leichter. Dann haben wir nämlich jetzt hier auch diese Abfahrt. Vielleicht fahren dann auch ein paar von denen da hier runter und müssen nicht hier... Wieso fahren die da rüber? Wo willst du denn hin? Oh. Kacke. Du empfindest es leichter, so rumzufahren? Okay. Okay, wir... machen das. Gucken, ob das ein Problem wird. Weil die jetzt ganz komisch hier langfahren. Und zurück zur... Da brauchen wir jetzt... Ich hatte ein paar dieser Straßen, ein paar dieser Kreuzungen auch schon angefangen, auf richtige Autobahnen abzugraden, einfach damit da mehr Verkehr durchpasst. Aber das ist scheinbar jetzt gar nicht mehr hier nötig. Das heißt, wir können das wieder hübsch machen. Das hier ist definitiv immer noch nötig. Hier hingegen ist es nicht mehr nötig, offensichtlich. Nein, nein, so. Hä? Oh, ich habe mir die Richtung geändert. Das hier sieht auch nicht danach aus, als müsste das immer noch so eine dicke Straße sein. Und das hier auch nicht mehr. Das verstehe ich nicht. Wie fahren die? Wieso fahren die nicht hier? Naja, egal. Ach, die wollen da rüber. I see. Da gibt es keinen anderen Weg für die, als da rüber zu fahren, ne? Okay, dieses Community-Herz war der Horror. Dieses Community-Herz dort ist der absolute Horror. Das hat uns hier unten die ganze Straßenlage explodieren lassen. Oh Gott! Hübsch! Hübsch möchte man meinen. Hübsch! Ach hier, was ist denn da los? Oh mein Gott! Wieso nehmt ihr... Wieso fahrt ihr denn nicht mit dem... Oh, die fahren auch alle mit dem Schiff schon. Leute. Ich würde sagen, wir produzieren weniger. Dankeschön.
müsst ihr weniger exportieren. Und hier unten... Oh Gott. Ah, die Straße hat sich auch schon ordentlich getan. Hier fehlt ja immer noch Strom. Aber der hier unten ist auch schon gut befahren. Der wird schon benutzt. Naja. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, da muss ich mir auf jeden Fall was überlegen. Das wird ein Spaß, hier jetzt öffentliche Verkehrsmittel, die öffentlichen Verkehrsmittel daran anzubauen. In der Hoffnung, dass nämlich diese ganzen Bewohner, die Limousinen und sowas, die... Oh, sehr schön, ein Elektroauto, sehr schön. Dass die von der Straße wieder verschwinden, weil sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. In den anderen haben wir ja damit ganz schön viel Erfolg gehabt. Und das müssen wir auch noch machen, dass wir hier halt die... Das ist natürlich alle Arbeiter jetzt fahren mit Auto da unten hin. Und das wird hoffentlich geklärt werden können. Oh, guck mal, das hat sich richtig schön gemacht. Wie sauber das jetzt hier ist. Guckt ihr das an? Guckt ihr das an? Sauber. Der Tillmann van Winterhügel ist sauber. Sehr, sehr schön. Freut doch alle, das freut alle. Gut, dann würde ich sagen, dass damit darf sich das Zukunftskaninchen rumärgern, während wir hier fleißig ein Dreckskaninchen produzieren. Ich hätte kein Kaninchen nehmen sollen. Na, es gibt doch braune Kaninchen. Es wird dann ein dunkelbraunes oder ein braunes Kaninchen. Wir haben halt hier ein weißes Kaninchen, ein grünes Kaninchen und hier ein braunes Kaninchen. Mal gucken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Kaninchen. Oh mein Gott. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.